Okay, hallo. Heute möchte ich euch ein neues Instrument vorstellen, nämlich die Gitarrensister. Sozusagen ein Crossover aus mittelalterlicher oder Renaissance-Sister und heutiger Gitarre, weil die meisten, und das kenne ich ja selber auch, gar nicht unbedingt groß Lust haben, sich immer nochmal eine neue Griffweise anzugewöhnen. Und da haben wir diese zwei wunderschönen Instrumente, eben diese 12-seitige Gitarrensister und die 6-seitige, die ich hier habe. Später gibt es noch ein paar Detailbilder zu den ganzen. Erstmal aber einfach die Klangunterschiede. Dadurch, dass das eben einen flacheren Korpus hat als die Gitarre, geht das klanglich auch mehr in die Richtung der klassischen Zistern. Nämlich so, wie man sich eben so diesen historischen Sound auch vorstellt. Ich spiele das beides einmal an. Man merkt, es ist höhenlastiger als das, was man herkömmlich von der Gitarre kennt. Im Gegensatz zu diesem Instrument, was dann natürlich sozusagen klanglich auch dem entspricht, was man sich heute unter historischer Musik vorstellt, nicht? Nämlich das Schöne ist, hier bei den Doppelseiten kriegt sowas wie Obertöne eine ganz neue Bedeutung. Das macht dann so richtig Spaß. Klingt auch sehr lange nach. Beide Instrumente, muss man sagen, haben an den Seiten Palisander als Holz und für den Boden auch. Palisander hat ja die Eigenschaft, dass das sehr mittenlastig ist. Also sozusagen die Charakteristik, die in der Physik hier schon durch die Korpusform gegeben ist, nochmal unterstreicht und sind mit einer massiven Fichtendecke ausgestattet. Gibt es mit und ohne Tonabnehmer. Ja, und jetzt gucken wir uns die Sachen nochmal aus der Nähe an. So, und an dieser Stelle noch einmal die Möglichkeit, einen etwas besseren Eindruck von den neuen Gitarrensistern zu bekommen, als das nur über ein Foto möglich ist. Wir haben bei diesem Instrument, das die Beseitung hat wie eine Gitarre, die typisch historische Form eines Zisterkorpuses wieder aufleben lassen. Das heißt, dass die Zargen, die wir an der Seite sehen, nach oben spitz zulaufen. Das heißt, unten ein Stückchen breiter sind als oben. So wie man das eben im Mittelalter oder vor allen Dingen später in der Renaissance gemacht hat. Hier oben bei den Köpfen können wir sehen, dass wir ungekapselte Mechaniken genommen haben, um so einen Kompromiss zwischen historisch und neuzeitlich mit der neuen Technologie zu machen. Die ganzen Mechaniken sind vergoldet, sodass sie eben auch sauber laufen und eben insgesamt recht hochwertig gestaltet sind. Beide Instrumente gibt es, wie gesagt, in 6-seitig und 12-seitig. Also für die Hardcore-Gitarristen 6-seitig und für diejenigen, die diesen typischen Zisterklang haben möchten, wo man beides hat, eben mit Doppelseiten auch. So wie man das hier jetzt sehen kann. Beide Instrumente gibt es mit und ohne Tonabnehmer. Wenn ein Tonabnehmer eingebaut ist, haben wir da den Shadow 4 Plus gewählt, weil er einfach eine sehr gute Abnahmequalität hat. Das Schöne daran ist, gerade in der Handhabung im täglichen bei Live-Auftritten, dass man den einfach rausnehmen kann mit einem Klicksystem. Sollte man mal eben das Bedürfnis haben, einen neuen Tonabnehmer einzustecken oder einen anderen Preamp für bestimmte Sounds zu wählen, sodass wir insgesamt bei beiden Gitarrenzistern diesmal sehr stark auf Qualität geachtet haben. Also das nicht für den Einsteigerbereich gedacht, sondern für wirklich Leute, die Spaß haben an Musik machen und auch längerfristig Spaß haben. Eine Sache, die vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, in der Handhabung, nämlich für den alltäglichen Gebrauch und die Pflege, so ein Instrument soll ja auch immer zuverlässig funktionieren, ist zu wissen, dass wir bei beiden Gitarrensystern innen drin, das heißt im Schallloch von hier erreichbar, einen Double Truss Rod eingebaut haben. Für diejenigen, die das nicht kennen, das bedeutet, dass hier unterhalb des Griffbrettes ein Stahlstab verläuft, der mit einer Imbusschraube von hier stellbar ist. Und dadurch, dass der hier oben befestigt ist und von hier unten schraubbar ist, auf Spannung gebracht werden kann, sodass konvex sich dieser Stab biegen kann. Das hat den Vorteil, dass man, wenn man ihn unten auf Spannung bringt, der Hals sich hier im oberen Bereich etwas nach hinten biegen lässt. Worauf man dann eben, ich sag mal so, im ersten bis fünften Bund eine sehr, sehr angenehme Seitenlage erzielen kann und eben das Ganze auch selber handhaben kann. Beispielsweise, wenn jetzt ein Wetterumschwung ist, nicht, oder man es
gute Instrument mal im Auto mitgenommen hat, irgendwo hinkommt, wo beispielsweise jetzt ein ganz anderes Klima ist, man fährt von Bayern hier oben an die Elbe oder von der Elbe nach Bayern, dann kann man da mit zwei, drei Umdrehungen, man muss sich wirklich jederzeit wieder eine gute Seitenlage zaubern. So, wie das eigentlich mittlerweile bei Western-Gitarren Standard ist, aber das haben wir noch längst nicht alle auf historische Instrumente auch übertragen. Aber wir haben das gemacht, also insgesamt ein sehr schönes Instrument gebastelt.